Wenn dir DaVinci Resolve, der hier unten keine Audiowellenform anzeigt, dann liegt es in den meisten Fällen daran, dass du diesen Button hier nicht geklickt hast. Dieser Button zeigt dir nämlich die Wellenform an und aus. Das hat mit Audio View Options nicht viel zu tun. Falls du diesen Button aktiviert hast, DaVinci Resolve dir aber immer noch nichts anzeigt, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Cache-Fehler. Und dann musst du den Cache löschen. Um deinen Cache zu finden, gehst du hier oben unter DaVinci Resolve Preferences und findest unter dem Reiter Media Storage diesen Ordner. Und in den gehe ich jetzt rein und lösche den ganzen Cache. So, jetzt muss DaVinci Resolve das Ganze kurz recachen, also den Cache nochmal neu anlegen und danach sollte deine Audiowellenform erscheinen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schneiden mit DaVinci Resolve und falls du deinen Workflow verbessern willst, dann schau doch mal in das Tutorial rein, was ich dir hier verlinkt habe. Bis zum nächsten Mal, dein Videostudio.